Und warum lieben Sie Tattoos? Ich liebe keine Tattoos. Ich hatte auch nie vor, mich tätowieren zu lassen. Aber ich musste. Haben Sie kennen ein paar die Geschichte? Ja, wahrscheinlich. Ich erzähle die Geschichte. Ich versuche, sie so kurz wie möglich zu machen. Denn in der Geschichte kommt auch Günther Jauch vor, was die wenigsten wissen. Den ich übrigens gestern in Berlin gesehen habe. Ich war an den Hackischen Märkten, spazierte da so herum. Und da war Günther Jauch und niemand hat sich für ihn interessiert. Warum? Kann ich Ihnen erklären, das ist Berlin. Das Berlin war ja, viel nein, zu cool. Die interessieren sich, ist nicht so. Aber sie sprechen dich nicht an. Ja. Also wir können hier beide in eine Gaststätte gehen und sie sprechen dich an. Es gibt eine Ausnahme, das ist die ständige Vertretung. Weil da nur Rheinländer aber sitzen. Das, genau. Und das so. Kannst du vergessen. Ja. 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 Wirklich. Komm, mein Junge, trinke mal einer. War ich mit meiner Tochter. Jede Minute kam einer wegen einem Foto und hat sie gesagt, die gehen nie wieder mit dir hier hin. Die hatte so die Schnauze. Ich will dann aber auch nicht unfreundlich sein. Ja, das ist, aber ansonsten ist das ist das Angenehme in Berlin. Und werden Sie gerne angesprochen? Nicht angesprochen? Nein. Nicht? Nicht, wenn ich in der Gaststätte bin. Also naja, aber bevor es dritte Bier... Was glauben Sie, wie schön die Frage ist? Sie wollen gerade in Ihr Schnitzel schneiden und da steht jemand und sagt, ich will Sie nicht lange stören. Aber erklären Sie mir doch bitte kurz, was demokratischer Sozialismus ist. dann stehst du vor der Frage, also entweder du gibst das Schnitzel zurück, ja, oder du wirst unfreundlich. Ja. Bin ich ja auch nicht gerne. Ich bin es nie. Also ja. Aber ich werde auch ganz selten nach dem demokratischen Sozialismus gefragt, insofern... Das wird sich ab jetzt ändern. Ja. Sobald das ausgestrahlt ist, ist jede dritte Frage, erklären Sie mir nochmal den demokratischen Sozialismus. Da bin ich dann auch gespannt auf Ihre Antwort. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Begegnung, ich würde also jetzt Tattoos, Sie wollten gerade. Tattoos, ja, genau. Ich war mal in der Sendung, wie heißt denn die? 5 gegen Jauch, glaube ich. Und da spielt man gegen Günther Jauch und so weiter. Und da habe ich in dieser Sendung gegen Günther Jauch Dart gewonnen. Und ich dachte, weil ich vorher nie Dart gespielt habe, das ist ein Naturtalent in mir. Ich bin einfach ein verdammt guter Dartspieler. Meine, sozusagen die Synapsenverknüpfung, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass Günther Jauch ein verdammt schlechter Dartspieler ist, habe ich nicht hingekriegt. 2 Tage später habe ich eine Kurzstrecke mit dem Rapper Materia gedreht. Den habe ich begleitet zu einem Termin, wo er sich als passionierter Angler, Hobbyangler, wo er sich eine Brasse tätowieren lassen wollte, hier auf den Unterarm. Und wir trafen uns zuerst in einer Kneipe, tranken dort Schnäpse, großer Fehler. Also Schnäpse trinken an sich, kein Fehler, machen Sie das. Aber nicht, wenn man vorher, wenn man danach drehen muss. Und dann forderte er mich zu einer Wette raus und sagte, wir spielen jetzt hier Dart. Ich nehme sogar die Brille ab, damit er nicht so gut sieht. Und sagt auch, vorher ist ein ganz schlechter Dartspieler. Und wenn du... Was für, weil jetzt, wo ich die Geschichte erzähle, merke ich gerade, was für ein naiver Idiot ich eigentlich bin. Oh Gott. Oh, dann habe ich ihm noch eine Hypothek überlassen, das hätte ich nicht tun sollen. Und dann warf der zuerst, und es war wirklich ganz schlecht, also er war so fair, zuerst zu werfen. Und der Wetteinsatz war, wenn ich gewinne, darf ich bestimmen, was er sich tätowieren lässt. Wenn er gewinnt, lasse ich mir auch diese Brasse, die er sich vorhat zu tätowieren, tätowieren. Auf den Hintern. Und er spielte so schlecht, dass ich dachte, ja klar, jetzt habe ich eine Brasse auf dem Arsch. Das ist die Kurzversion der Geschichte. Ah, dann wird der Tag kommen, wo Ihre Frau sagt, ich erkenne dich nicht wieder. Ja. Ne? Ja.